Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Und in der letzten Folge haben wir bei Sephalor hatten wir schon Bonaran, die Corporate Sector Authority ziemlich dezimiert gehabt. Und wir haben hier Yavin 4 eingenommen und bei Ferrier Junction sitzen wir jetzt drüber und versuchen das Ganze mit der Armee einzunehmen, die wir hier drüben haben. Hier ist ein ATL. Och nö, je länger ich warte, desto mehr von den Turbolaser Refit Bounty. Deswegen nicht mehr lange warten. Die haben keine Base Defenses, das ist sehr gut, aber die Map hasse ich. Die ist so winzig. Mit ein bisschen Glück können wir das allerdings schaffen, diesen ATAT relativ schnell zu besiegen. Und dann über die Achse zu kommen. Müssen wir mal schauen. Hier kommen ATATs oder Turbolaser. Oh ne, sogar Turbolaser Refit ATATs. Ich könnte heulen. Ja, gut. Angriff. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was zerstört bekommen und dann fliehe ich wahrscheinlich einfach wieder. Weil die Map so winzig ist und man da bei der Startposition so exponiert ist, da kann man einfach nicht lange aushalten. Also hätten wir jetzt selber Turbolaser Refit ATATs, würde ich da jetzt 5 davon landen und hoffentlich dann damit da uns durchschießen, aber das funktioniert hier nicht. Du gebärst mal ein paar. Kurz Pause machen. 3, 4. Hier muss ein Reparaturturm hin. Jetzt hau doch einfach Infanterie raus, Mensch. Oh, jetzt, wir haben schon 8, das habe ich nicht gesehen. Holt euch den ATAT da drüben. Das kann nicht so schwierig sein, das ist kein Turbolaser Refit ATAT. Oh, ne, hat hier... Ah, wenn wir das natürlich... Gut, dann nehmt euch die XR-85. Wie viel... Das ist allerdings auch schon der Turbolaser Refit ATAT. Der erste. Kurz mal Pause machen. Reparaturturm. Du läufst in die Richtung. Wir machen auf jeden Fall Schaden an verschiedenen Sachen. Aber da hat der Turbolaser Refit ATAT einmal geschossen. Und einer von uns hat schlechtes Leben. Aber immerhin, der ist relativ weit vorne. Die XR-85 ist fast Schrott. Das ist schon mal gut. Was nicht so gut sein wird, ach nee, jetzt sitzen die da, das ist ebenfalls schlecht. Da wollte ich relativ schnell jetzt lang. Das dauert jetzt aber, bis die hier geheilt sind, ist das Problem. Na, und die werden alle vernichtet, bevor irgendwas... Ah, aber da ist die XR-85, die können wir vernichten, das kriegen wir hin. Und damit abhauen. Die ist schon mal Schrott, das ist gut. Mal gucken, vielleicht können die ja auch die Gleiter hier ein bisschen heilen, reparieren, wie auch immer man das nennen will. Na, geht man hier auf den ATAT. Der kann gefährlich werden, ist aber nicht so gefährlich wie die Turbolaser Refit-Dinger, wie der hier. Na, haben wir schon ein bisschen was vernichtet. Besser als nix. Oh, da kommt aber der nächste. Nee. Wir haben die XR-85 vernichtet, das sollten wir feiern. Komm schon. Haben wir was verloren? Wir hatten 5 von denen. Das kann nicht sein. Okay, der ist da drüben. Damit haben wir nichts verloren. Immerhin. Ich nehme jetzt, wie auch immer sie nochmal heißt. Ich vergesse ihren Namen immer wieder. Arissa Thorn. Weil die sofort Infanterie ausspuckt. Das war mir gerade bei dem ATAT zu blöd, dass das so lange gedauert hat. Und versuche dann jetzt wenigstens diesen ATAT und vielleicht den ATST hier zu vernichten. Pause. 1, 2, 3, 4. Komm schon, dann haben wir nämlich eher Einheiten hier. Einer musste jetzt noch kommen. Hier läuft mal weiter. Komm schon. Fliegt darüber. Vielleicht schaffen wir es ja. Und du darfst gerne nochmal 2 Einheiten spawnen. Wenn wir das hier kriegen und dann Artillerie vielleicht noch hier reinholen können und noch ein, 2 ATATs, dann kann das hier nochmal ganz anders aussehen. Aber erstmal jetzt gucken, dass wir hier diesen Todesstern, wollte ich sagen, genau, diesen ATAT hier vernichtet kriegen. Und nehmt euch die beiden Typen davor.
Ja, noch haben die ganz gutes Leben, ganz gute Laune. Die Frage, wie schnell der Turbolaser Refit ATRT hier trifft. Ich nutze bei denen auch die Fähigkeit nicht, was wahrscheinlich dumm ist. Dann sind die schneller. Aber, oh mein Gott. Mit ein bisschen Glück können wir da gleich Einheiten reinholen. Das Problem ist, die müssen jetzt ordentlich geheilt werden. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Ich nehme mir lieber noch einen Flashblind Airspeeder hier drüben. Und einen AT-AT. Ihr müsst jetzt hier aber bitte weiter geheilt werden, ne? Ah, so ein bisschen Infanterie ist egal. Hier nochmal ein Reparaturturm. Jetzt sind es aber dafür, dass die Map so klein ist und die mich wahrscheinlich relativ schnell vernichten könnten. Ja, das Problem ist, wenn der jetzt zu nahe kommt und der andere AT-AT ebenfalls. Kommt, ihr seid alle hier. Der andere AT-AT ebenfalls jetzt hier kommt, aber ich sehe ihn nicht. Das ist gut. Das ist richtig gut für uns. Und da ist er. Das ist wahrscheinlich der, der hier gespawnt ist als Verstärkung. Ja, da hinten sind die, die hier die ganze Zeit sind. Mal hier lang. Und dann erstmal zurück hier zum Reparaturturm. Aber wir haben hier die Map aufgedeckt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Die kleineren Einheiten werden alle durch meine Artillerie vernichtet. Hier lang. Ah, was ist das hier? Speederbikes, okay. Speederbikes können mir erstmal egal sein. Dann jetzt bitte wieder hier lang. Ah, dieser Turbolaser Refit ATRT, der trifft zum Glück nicht. Angriff da drauf. Oh, Antiflugturm. Das sollte unsere Priorität sein. Der erste ist Schrott, nicht gut. Der Antiflugturm macht uns das Leben hier definitiv auch schwieriger. Aber der, jawoll, nochmal ein Turbolaser Refit ATRT kriegen die hier nicht. Und noch einen bauen können sie damit auch nicht mehr. Eieiei. Da lässt der jetzt Infanterieeinheiten raus. Ja, wir könnten bombardieren, wenn der planetare Schildgenerator nicht wäre. Wir gucken mal einmal kurz. Heilen die auch, die Flugeinheiten, oder eher nicht? Ja, nur nicht so schnell und nicht so gut. Okay. Geht mal hier drauf. Dann würde ich nämlich ganz gerne eine Bombardierung auf die Turbolaser Refit ATATs rufen, wenn wir das Ding hier vernichtet haben. 800 Leben. Es geht. Zum Glück sehe ich hier keine Antiflugtürme. Ein paar Einheiten, aber keine Antiflugtürme. Da ist einer der Turbolaser Refit. Da sind, oh, da sind zwei. Da jetzt eine Bombardierung drauf. Das wäre zu schön. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die mich hier fertig machen, bevor ich das machen kann. Ich starte rote Leben. Und jetzt hier. Lockt eure S-Foils. Den nächsten haben wir verloren. Schade. Aber dafür sind die beiden Schrott. Die Map ist so klein, da kann man auch nicht großartig ausweichen. Damit haben wir es aber. Und mit ein bisschen Glück nur einen von diesen Leitern verloren. Ihr beiden dürft hier langkommen. Die nächste Bombardierung steht an. Machen wir kurz Pause. Bombardiert wird da drauf. Boom. Vernichtet den, sehr schön. Und wieder hier lang. Und. Ja. Ich sehe keinen Antiflugturm. Damit haben wir hier gewonnen. Geht da auf die Steueragentur. Ach, die hatten da noch so einen Bunker, ne? Na gut. Fliegt mal hier in Richtung Bunker. In der Hoffnung, dass hier nirgendwo ein Antiflugturm ist. Ah, da ist einer. Vernichtet den. Jawohl, Faraday Junction gehört uns. Meine Güte, was eine Schlacht. Der sagt mir zwar keine Gleiter verloren, aber ich denke, einen werde ich verloren haben. Schauen wir mal. Hier sind vier, ja, einen habe ich verloren. Gut, ist dann halt so.
Sereno wäre natürlich schön, aber egal. Oh mein Gott, die haben Axilla genommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Axilla war von der Pentastar-Koalition immer so super gehalten. Wenn die das jetzt hier genommen haben, haben wir eine Chance, das selber zu nehmen. Je nachdem, wie viel die Neue Republik jetzt da noch hat. Mal schauen. Wenn wir denn hier weiterkommen würden. Okay, beginnen wir. Na? Na kommt, bewegt euch. Macht ihr nicht? Okay. Na, hätte ich vielleicht doch eher machen sollen, dass die Jäger gar nicht spawnen, aber schon gewonnen. Perfekt. Komm schon. Jetzt will ich wissen, was die hier bei Axilla haben. Und zwar schnell. Und da Bonadan müssen wir gleich wieder angreifen. Essian macht mir noch so ein bisschen Bauchweh. Komm schon. Was haben die bei Axilla? Kann ich da einfach mal eben so durch? Oh mein Gott. Haben die eine Ionkanone? Können sie wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, das ist mal schön einfach. Wenn es denn starten würde. So schön. Die Hajan Fleethänder reißen einfach, die bersten einfach so auseinander. Perfekt. Absolut perfekt. Die rennen so, wie es sein muss. Boom. Zur Galaxiskarte. Und dann... Ja, die Einheiten von Datum hier reichen auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wenn wir natürlich jetzt Telos 4 nehmen könnten und dann Sereno, Kauron und Tengreen, das wäre schön. Aber naja. Ein AT-AT. Ja, genau. Macht so ein Steuerbüro an der Frontlinie. Ist klar. Würde ich auch machen. Ach, es ist die Map, ja. Ich erinnere mich wieder. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Komm jetzt hier. Ah, fliegt mir hier lang. Das Imperium kann euch erstmal egal sein. Wie gesagt, das kann euch erstmal egal sein. Lasst es in Ruhe. Das ist doch schön, dass die hier gegen die Neue Republik kämpfen. Anti-Infanterie hier drüben. Ja, hier sind die T4Bs. Die zu vernichten wird nicht einfach. Die haben zu viel Leben. Wie viel haben die eigentlich? 200? 400? 400 sogar. Aber der erste Schrott ist hier. Das sind sogar 2000. Antifahrzeugturm. Ebenfalls perfekt. Dann geht man hier drauf. Nehmt euch das Senator's Office. Das Ding hat nur 700. Und damit nochmal hier hin. Nochmal weg. Nochmal hier hin. Und haben wir gewonnen? Ja, die fliehen. Axilla gehört uns. Oh mein Gott, damit sind Datomir und Selagis 4 in Sicherheit. Wir kommen ziemlich gut voran heute.
damit möchte ich nochmal Richtung Bonadan gehen. Hallo? Angriff? Das sollten wir hinkriegen. Wenden wir denn hier? Ja, sehr gut. Pause. Ich will auf jeden Fall ihn hier relativ schnell vernichtet sehen. Deswegen einmal schnell hier hin und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Einen könnten wir noch, wenn wir noch einen hätten. Wie viele sind das jetzt? 28, ja. 29 wären möglich. Hanni mal seine Engines. Keine Lust, dass der hier weiterhin den Buffs gibt. Deswegen vernichte den. Zuerst die Engines wegnehmen. Und dann kann er nicht mehr vernünftig fliehen. Na, die Sachen vernichten, die am weitesten weg sind. Komm schon. Geht doch. Es laggt aber schon wieder, weil die sich so viel heilen und weil so viele Jäger unterwegs sind, glaube ich. Na kommt. Greift hier an. Wie lange dauert das denn, den zu vernichten? Auf die schweren Turbolaser. Schwere Ionenkanone. Wir verlieren aber sehr, sehr viele Schilde. Das heißt, die halten momentan gar nicht so viel an Feuer ab, meine Heilschiffe hier. Mal sehen, wie viel die von mir heilen können. In der Zwischenzeit. Aber der dürfte jetzt... Yes, okay. Nimm dir die kleinen Sachen hier erstmal. Ein Gladiator. Ist das auch ein Bulwark 3? Ach, nervig. Den Gladiator hier. An den Victory-Sternzerstörer hier drüben. Ja, wir verlieren zwar, aber wir werden auch gut geheilt. Also wir verlieren Hardpoints, wollte ich sagen. Ah, jetzt werden wir uns schon wieder ein bisschen heilen müssen. Aber den Victory-Sternzerstörer will ich ganz gerne trotzdem nehmen. Das dürfte es uns bei unserem nächsten Angriff deutlich einfacher machen, hier besser durchzukommen, wenn wir den noch wegkriegen. Es sind ein paar mehr Waffen, die wir dann fürs nächste Mal nicht haben. Hauen wir mal ab. Die heilen sich alle schön gegenseitig. Und auch unserem Super-Sternzerstörer geht's besser. Als man vielleicht meinen wollte. So oder so wird das hier oben noch extrem hart durchzukommen. Durch die Corporate Sector Authority. Zwei von den Galeonen haben wir sogar verloren. Schade, aber gut. Die dürften jetzt unter 200 Punkte haben. Ah, 202 genau, okay. Mehr Sternengalionen nachbauen. Und dann... Axilla haben wir jetzt. Ist halt jetzt so schwierig. Sereno, Kauron, Tengreen müssten wir halt irgendwie holen. Hier geht hier bei Axilla weiter. Wenn wir das machen würden, könnten wir halt auch Richtung Telos 4 vielleicht. Dann wäre Yavin 4 gesichert. 99, 77, 127. Die rüsten hier auf gerade. Da sollten wir mal schnell gucken, dass wir hier relativ schnell weiterkommen. Oh, wen haben wir denn jetzt hier? Bist du ein Mediator? Ah, ein Bothan Assault Cruiser. Okay. Aber ja, die versuchen ein paar Einheiten und ein paar Helden hier zu kriegen, um mich zu ärgern, um mich klein zu halten. Das lasse ich aber nicht mit mir machen. Wir müssen jetzt bitte starten. Danke. Hmm.
Ich habe nicht aufgepasst mit der Ionenkanone. Haben die hier eine? Wenn ja, wäre das blöd. Darauf feuert sie auf jeden Fall nicht. Müssen wir mal gucken. Nicht zu nah, nicht zu fern. Okay, ich glaube, sie haben keine. Das bedeutet für mich, alle hierhin in der Hoffnung, dass die ein bisschen von dem Feuer auf sich ziehen. Der war ein bisschen zu nah wahrscheinlich. Ja, der Vorderste wird sterben. Greift diesen Majestic-Kreuzer an. Damit kann die Dauntless hier vernichtet werden. Und was ist mit dem Bothan Assault Cruiser hier hinten? Was hat der für eine... Oh mein Gott, Command Tier 2, was ist das für ein Held? Warum ist der so stark? Und eine Heavy Frigate Shipyard. Okay. Und die Dauntless hier weghauen. Der Majestic geht von alleine quasi Schrott. Aber ich glaube, meine Sternengalionen helfen da gut mit, den zu vernichten. Geh bitte hier auf die Engines. Meine Jäger kann ich mal in die Richtung einfach schicken. Ist der Majestic Schrott? Noch nicht. Aber jetzt die Dauntless-Klasse. Sehr schön. Noch ein Majestic und noch eine Dauntless. Meine Güte. Und da hinten der Bothan Assault Cruiser. Wenn wir den vernichtet kriegen könnten, wird es hier deutlich einfacher laufen, glaube ich. Und wir haben einen verloren. Eine Sternengalione. Das ist schade, aber kann ich mitleben. Dafür, dass es hier dann jetzt so gut läuft. Ah, vielleicht einmal hier die mittelschwere Ionenkanone vernichten. Komm schon, sehr gut. Der Assault Cruiser ist da hinten noch so weit weg. Es laggt jetzt extremst, wenn ich auf doppelter Geschwindigkeit bin. Deswegen lasse ich es auf einfacher Geschwindigkeit. Da sind noch Fleet Tender. Werden hiervon gespawnt, die Fleet Tender? Nee, nur die Corona Frigates. Interessant. Ja, gehen wir hier auf den Fleet Tender. Nicht, dass der hier zu viel heilt beim Gegner. Schrott. Perfekt. Ah, da ist der nächste Fleet Tender. Aber das geht. Kann ich jetzt wieder doppelt so schnell machen oder laggt es dann zu sehr? Komm schon. Ah, jetzt läuft es flüssiger. Wahrscheinlich auch, weil wir ein paar mehr Gegner vernichtet haben. Nehmen wir den Fleet Tender hier nochmal. Komm, vernichte den. Ach, warum drehst du dich? Ich hasse es. Ich hasse es, wenn sich so Superschiffe einfach wegdrehen. Bist du? Achso, es sind zwei Fleet Tender nochmal. Aber jetzt den Helden hier besiegen. Komm schon. Der hat nicht viel. Er hat nicht viele Leben. Nimm dir die Proton-Torpedowerfer. Perfekt. Auf die Engines und dann dürfte das hier ein Kinderspiel werden. Komm schon. Sehr gut. Auf den Majestic da drüben. Dann haben sie noch den Majestic und den Majestic, die Fleet Tender und das, was die hier aus der Heavy Frigate Shipyard kriegen. Na, die Engines, dass die hier nicht zu weit wegfliegen kann. Ah, die Dauntless da ist zerstört worden. Perfekt. Wie lange dauert das denn hier, das Ganze zu besiegen? Wenn ich den besiege, kommt dann ein neuer raus. Kriegen wir noch einen frischen? Ah, die kriegen davon noch welche. Das ist natürlich sehr nervig, aber dann sollten wir mal eben trotzdem weghauen. Genauso wie diesen Majestic. Hör doch auf, den Rücken da hier zuzudrehen. Okay, mir ist das jetzt egal. Gehe hier auf die Golan 3. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, es ist schneller, wenn wir jetzt fliehen und neu angreifen, als wenn wir jetzt diesen Asserter einmal komplett wenden lassen. In der Hoffnung, dass die keine weiteren Einheiten dahinziehen. Kann natürlich jetzt sein, dass die jetzt hier mit dem Y-Count ankommen und ich hier gar nichts mehr machen kann. Das ist durchaus möglich. Ich hoffe es nicht, aber eine Möglichkeit ist es.
Jetzt ist die Flotte noch 20 groß. Okay. Dann bin ich nochmal gespannt, was die da bei Kauron haben. Ist die Frage, ob ich da einfach so reinfliegen sollte. Wahrscheinlich besser nicht, aber ich weiß es nicht. Beginnen wir das. Und gucken, dass der Acerta hier direkt sitzt. Da ist auch noch eine XQ, ist ja nervig. Ja, damit haben wir deutlich weniger Gelagge und sind deutlich schneller und näher dran, als hätten wir das jetzt gerade mal eben in Anführungszeichen rumgedreht, das Schiff. Komm, den Majestic eben weghauen. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Point Defense Laser bitte. Sehr gut. Und schon. Oder ein Zweiter. Oh mein Gott, das haben wir mal eben nebenbei vernichtet. Habe ich gar nicht gemerkt, dass die Schiffswerft jetzt weg ist. Auch nett. Nehme ich ebenfalls. Wir haben die Fighter Bay noch. Genauso wie wir mal eben nebenbei hier eine Angriffsregatte vernichtet haben. Ich sehe hier aber auch sonst nichts mehr. Okay, ja, flieht. Flieht vor mir. Vor meiner Macht. Und damit können wir unsere Bodeneinheiten hier nach Sereno bringen. Sehr schön. Ich nehme auch einfach alle von Ferrier Junction mit. Wie sieht es hier am Boden aus? Base Defenses. Okay, wo ist deren Schildgenerator? Der Schildgenerator ist hier. Wo starte ich denn dann? Hier? Weil wenn ich hier starten würde, wäre das ja einfach. So oder so mein... Ach ja, ich starte... Ah, okay, die Map ist es. Ja, ich starte hier, flieg mit den Gleitern mal eben darüber, zerstör das. Das kriege ich hin. Arissa vorn, bitte. Das sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Aber müssen wir mal gucken. Beginnen wir und nehmen 1, 2, 3, 4. Ihr beiden geht mal hier runter. Ihr geht hier lang. Komm, einer muss noch spawnen, bitte. Ah, da. Das ist natürlich blöd, da wollte ich ins Reparaturturm haben. Aber gut. Irgendwo wird auch nochmal ein Turm sein. Nehmt das hier bitte 1600, ne? Ne, 800 nur, aber dann haben die 400. Ja, so war das. Und wieder hier lang. Ah, das ist aber schön. Verlieren schon Leben, aber es hält sich in Grenzen. Hier auf die Infanterie. Das normale, ja, das sind normale Defense Trooper, okay. Perfekt. Absolut perfekt. Das bedeutet nämlich für mich, ich hole mir jetzt hier zwei Reparaturtürme. Und hoffe, dass die keine Anti-Flugtürme haben. Repair Tower. Geht auf das Senator's Office. Oh, die Kasernen können wir vielleicht noch schneller nehmen. Komm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke nicht, dass wir hier großartig... Oh, der ist gefährlich. Großartig Artillerie noch brauchen. Dafür sind die Gegner nicht stark genug, als dass das wichtig werden würde. Nehmt euch das Senator's Office vor. Ihr beiden hier lang. Okay, das Senator's Office ist noch nicht Schrott. Ihr fünf alle hier lang. Jetzt kommen die denen hinterher und treffen direkt auf AT-ATs. Das ist schon traurig. Die New Republic Marines dürften noch irgendwo sein. Vielleicht sind die das auch hier. So oder so, diesen Schrott. Ja, haut mal ab.
Oh mein Gott. Oh nein, Ursa Fawn. Oh. Die habe ich so lange jetzt beschützt und jetzt habe ich einfach nicht drauf geachtet. Das ist ja nervig. So lange hat sie mir gut gedient. Kommt. Ihr müsst jetzt hier. Das waren die Marines. Ich hatte sie schon gesucht. Aber die werden hier fertig gemacht. Von meinen Flugeinheiten. Von meinen Gleitern. Oh, ja, das glaubt ihr wohl nicht. Das glaubt ihr wohl nicht wirklich, ne? Haben die hier irgendwo einen Antiflugturm? Sehe ich nicht. Komm hier drauf. Da drauf. Ja, flieht lieber. Flieht. Ah, Ursa Fawn. Die war so praktisch. Aber naja, da machst du nichts dran. Mit einem Blick auf die Uhr, da machen wir leider auch nichts dran. Sehe ich aber auch, dass es das für heute war. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.